Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars. Es ist Lords, the Knights of the Old Republic. Ja, wir sind in einer Jedi-Akademie angekommen und wir gucken uns mal um. Was wollt ihr von mir? Ihr findet sie im Bewässerungsraum im Nordteil des... Die Partikelgeneratoren dort, die einst den... Ach so, ja. Niemand wird euch aufhalten. Wie gesagt, ihr findet sie im Bewässer... Gut, die sagen, nur das Gleiche. Dann kümmere ich mich mal kurz um... Vielleicht finde ich hier das ein oder andere Laserschwert. Wer weiß. Vielleicht hier in so ein Plastim. Achso, das ist nur so ein Nahkampfschwert. Ich will unbedingt mein Laserschwert wieder haben. Am besten das von Qui-Gon Jinn. Wer ist denn Qui-Gon Jinn? Oder Mace, nee, Mace Windu. Was, ihr habt hier ganz normale Klingen? Was seid ihr denn für Jedis? Ich bin ein echter. Was ist Disruptor? Ich glaube, die Waffen können von großem Vorteil sein, die wir hier finden. Das ist ja eine echte Schatzkammer hier. Weißt du, die hassen uns eh und wir rauben sie noch zusätzlich aus. Geil. Stärkehände kann man immer mal gut gebrauchen. Das weiß doch jedes Kind. So, was haben wir hier? Oh, noch ein. Ihr könnt von mir nichts verstecken. Oh. Ich habe irgendwie aber auch das dumpfe Gefühl, dass diese ganzen Items, die wir hier bekommen, definitiv gebrauchen können. Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Etwas aus eurer Vergangenheit war hier. Ein loses Ende. Ich glaube, dass wir nicht zufällig hier gelandet sind. Ihr wurdet hergeführt. Die Frau, die hier lebt, ihr seid ihr einst begegnet. Und diese Begegnung lastet noch immer auf euch? Hier gibt es eine Jedi. Vielleicht. In diesem Punkt habt ihr recht. Aber es gibt keine Schüler. Und diese Frau, diese Atris, umgibt sich mit Leuten, die die Macht nicht spüren können. Merkwürdig. Pläne sind nie von großer Dauer. Und unsere Erwartungen werden allzu oft vom Leben zerschlagen. Vielleicht findet sie mit der Zeit noch Schüler. Im Moment ist sie umgeben von Leuten, die die Macht nicht spüren. Das sagtest du bereits. Nein. Ihre Diener sind keine Jedi. Sie wurden darauf trainiert, Gedankenmanipulationen zu widerstehen. Ihre Disziplin macht sie auch der Macht gegenüber blind. Obgleich sie machtempfänglich sind. In den Verstand eines anderen eindringen? Niemals ohne Grund. Oder wenn es mir keinen Nutzen bringt. Also gut, brechen wir auf. Er schläft nur. Die Reise scheint ihn ermüdet zu haben. Es tut mir leid, General. Ich muss beim Absturz das Bewusstsein verloren haben. Ich bin okay, General. Sogar die Energieversorgung meines Arms funktioniert wieder. Was ist das für ein Ort? Wo sind wir? Hier habe ich vorhin die Energieanomalien geortet. Und den Energieverlust in den Schilden. Dieser Raum. Dieser Ort sieht aus wie ein Teil eines riesigen Bewässerungssystems. Erinnert mich an Coruscant.
Die Republik hat mir versichert, dass es nie in Betrieb war. Ja, General. Wenn ihr wollt, begleite ich euch oder erwarte euch auf dem Schiff. Wie ihr wollt, General. Ich werde auf euch warten. Gut. Ja, ich wollte nicht sofort aufbrechen, weil ich will mich noch hier umgucken. Das ist wohl logisch, wa? Geht's hier schon zu Ebon Hawk, dann drehe ich um. Boah, warum ist denn hier alles so verschachtelt? Und weil ich hier alles ausplündern möchte. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Oh, ja, Medikits. Also wenn ihr Medikits habt, immer her damit. Ja, Reparaturkit ist momentan nicht so wichtig. Was ich mich frage... Warte mal, wer kam ja da aus der Richtung? Gehen wir mal mit den anderen zu ihr. Sie will zwar schlafen, aber... Vielleicht werden wir auch gleich aufgehalten. Nee, werden wir nicht. Okay. Merkwürdig. Was mag wohl dahinter liegen? Wirklich? Vielleicht ist es eine Art Meditationskammer. Ja gut, dass das eine Meditationskammer ist, das wissen wir. Krea ist manchmal echt eine wahre Hellseherin, muss ich sagen. Oh Mann. Gut, habe ich hier irgendeine Abzweigung noch nicht genommen? Ich gucke mal. Ich gucke. So, hier sind wir reingekommen. Da waren unsere Mitglieder. Da haben wir schon rausgenommen alles. Da sind wir weitergegangen. Dann gehen wir hier weiter. Na, wenn das nicht der Dieb der Ebon Hawk ist. Jetzt bist du nicht so vorlaut, kleiner Dieb, was? Seid kein Narr. Atris hat das Schiff und den Droiden gestohlen. Sagt ihr. Na, der tut doch niemandem was. Ja, alles gut. Ja, okay. Was? Von You? Was? Ja, wir haben unseren kleinen Druiden wieder. Yay! Oh. Unser armer Druide. Was haben sie ihn nur angetan? Da ist die Ebon Hawk. Und ich tappe wieder außen.
Oh nein, er hat wieder so einen Fehler. Oh, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, damit sind wir schon zu fünft. Wir haben unseren Druidenfreund wieder. Ich freue mich so. Aber nicht über diese ständige verdammte Heraustappen. Was soll denn das? So. Ja, das können wir gut gebrauchen. Gut, dann haben wir wahrscheinlich alles. Warte mal. Aber die haben doch noch irgendetwas auf dem... vom Druiden aus... Laden. Gibt es hier irgendwo eine Schaltfläche? Ich kann mir sehr gut vorstellen... Warte mal, hier. Die da. Hey, du! Was wollt ihr von mir? Sehen diese Frauen alle gleich aus? Hey, ich will mich ja nicht beschweren, also das ist... interessant. Sie sind Echani. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ihre Kinder die Gesichtszüge der Eltern haben. Wenn ihr einen Grund habt, euch mir zu nähern, so sprecht. Stellt eure Frage. Da. Aber woanders gibt's ja nichts. Also brechen wir auf. Ja, jetzt starten wir zu fünft in den Weltraum. Mal gucken, wo uns die Reise hin verschlägt. Ja, und ich verlasse ständig das Spiel aus irgendeinem unempfindlichen Grund. Obwohl ich, ja, im Spiel drinne bin. Dann let's go!